Nächster Handelstag. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir sind im Bereich der Währungen, haben Euro-US-Dollar auf der Short-Seite hier dabei und wollen uns gar nicht lange in Vorreden aufhalten, schauen noch kurz auf die rechtlichen Hinweise, die heute natürlich auch wieder gelten und dann steigen wir direkt ein in die aktuelle Trading-Chance. Wir sehen hier die COT-Daten, beziehungsweise oben den Chart von Euro oder des Euro-Futures, also das ist quasi Euro in US-Dollar. Und unten drunter sehen wir die COT-Daten. Das obere COT-Fenster ist der alte Report und unten ist der neue Report, der nochmal ein bisschen feiner aufgesplittet ist. Was wir sehen können, ist, dass die Commercials, das ist hier die rote Linie jeweils, und unten ist, sind das die Dealer Intermediary. Das sind im Prinzip ja die Insider des betreffenden Marktes. Hier sind das große Investmenthäuser, große Banken, große Investmentbanken. Die sind hier in Anführungszeichen bearish, das heißt, die verkaufen recht viele Futures. Und das ist in der Regel ein Zeichen, dass der Preis so langsam seinen Zenit erreicht hat. Haben wir hier gesehen, 2018 zum Beispiel, Fonds, grüne Linie, relativ hoch investiert, auch damals. Gleichzeitig die Commercials auf der, ja, oder massiv netto short. Und der Preis ging anschließend deutlich nach unten. Hier im Jahr 2020 ganz ähnliches Bild. Fonds hoch investiert, Commercials stark netto short, ungefähr auf dem Niveau wie jetzt auch. Der Preis hat nochmal einen kurzen Schlenker nach oben gemacht, ist dann nach unten gegangen. Und jetzt hier haben wir die Situation auch wieder gehabt beim Anschlag an die 1,10er Marke. Die Fonds ziemlich hoch investiert, im Moment 143.393 Kontrakte, das ist also ja ein bisschen weniger als 2020 und ungefähr auf dem Niveau von 2018. Und der Preis ist jetzt, hat erstmal zurückgesetzt, ist jetzt nochmal an die 1,10er Marke herangelaufen. Und ja, die Erwartung ist, dass wir hier dann korrigieren werden. Das Ganze, versuche ich mit folgendem Produkt zu nutzen. Mit einem Turbo Bear von der City. So, da stand noch Erdgas drin, jetzt ist es korrekt. Also mit einem Turbo Bear von der City. Die WKN lautet KB7CJU. KB7CJU. Hebel liegt so bei 11. Das heißt, das Produkt hat auch einen ganz ordentlichen Puffer nach oben. Also nach oben bezogen auf den Euro-US-Dollar. Einstieg Market, Stop-Loss 5 Euro und das Ziel hier für dieses Produkt sind 11 Euro. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.